Hallo, mein Name ist Nicole Pechmann, ich bin Heilpraktikerin und ich arbeite sehr gerne und sehr viel mit den Biophoton-Neuausrichtungsspiegeln und mit der Lichtkinesiologie. Und ich möchte gerne eine ganz schöne Geschichte mit euch teilen, wie die Spiegel auch bei ganz akuten Beschwerden wunderbar helfen können. Vor 2 Jahren hat der Sohn von meinem Bruder, damals 2 Jahre alt, mit seiner Hand auf die heiße Herdplatte gefasst und hat natürlich angefangen zu schreien wie am Spieß. Ich hatte zufällig einen goldkonvexen Spiegel auf der Kommode liegen und habe ihm diesen Spiegel sofort auf die Hand gehalten. Und im gleichen Augenblick, als ich den Spiegel auf die Hand gehalten habe, hat er aufgehört zu schreien. Er hat einfach nur noch zugeguckt, das Spiegeln zugelassen, war ganz fasziniert, kein Schreien mehr, kein Schluchzen, gar nichts. Als ich zu Ende gespiegelt habe, hat er angefangen zu spielen, als ob nichts gewesen wäre, es ist keine Brandblase entstanden, gar nichts. Wir waren alle völlig fasziniert und beeindruckt von dem, was in so kurzer Zeit mit den Spiegeln so geschehen durfte. Und sogar heute noch erinnert er sich an diese Geschichte, als er seine Hand verbrannt hat, sagte, ja, er weiß das noch, aber es wäre schon sehr, sehr lange her. Also, ich wünsche euch allen ganz viel Spaß beim Spiegeln und eine wunderschöne Zeit. Tschüss!